Grüß euch bei Angeln in Österreich. Wir haben jetzt schon ein paar Szenen vorab gedreht und ich möchte jetzt noch gar nicht viel sagen. Schaut es euch an und danach werden wir es kommentieren. Viel Spaß! Ja, im ersten Thema geht es gleich einmal um den Müll, den ihr gerade gesehen habt. Es ist eine Katastrophe, was teilweise auf den Gewässern herumliegt, ja, generell in der Natur. Ich glaube, es ist nicht viel verlangt, wenn man einfach beim Fischen einen Müllsackl mitnimmt, der ist kein Geld kostet, und da einfach alles reinschmeißt, was man so unter Tag braucht. Und meistens ist es so, dass irgendwo eine große Mülltonne steht, wo man das entsorgen kann, und sonst nimm es halt mit heim und schmeißt da weg. Leute, schaut genau so aus. Flasche, Sack, fertig, daheim eventuell trennen, wenn da nichts zum Trennen ist. Weil eins ist von Patrick und von mir die Meinung, Leute, die so einen Müll, so wie es ich jetzt demonstriert habe, in den Wald schmeißen, hinten lassen, sind für uns keine Angler, das sind Dreckschweine, das sind Säue, aus, Ende. So, zweites Thema, jeder hat seine kleinen Laster, unter anderem das Rauchen, unter anderem Patrick und ich, wir sind Raucher. Was wir auch bei unserem Teich leider auch vermehrt feststellen müssen, was natürlich nicht mehr nachvollziehbar ist, wer das war, dass Zigarettenstummel liegen lassen werden, dass es ausschaut, dass wir das Problem ist einfach nur dauernd. Man muss selber nicht gewesen sein, wenn man wohin kommt auf so einem Platz und das Klischee von uns Angler ist teilweise wirklich schon so schlecht, ja, dass dann die Leute glauben, ja, ist eh klar, das ist ja jeder Fischer oder das ist jetzt genau der, der was da sitzt, weil der raucht da und die Zigarettenstummel könnten von ihm sein. Es gibt Aschenbecher, der kostet 1 Euro, beim Discounter habe ich den gekauft, der hat kein Gewicht, den kann ich mitschleppen und da verschwendet der Zigarettenstummel mit rein. Wenn das ausgekühlt ist, kann ich es genauso in den Restmüll schmeißen, nehme es wieder mit heim und wir haben eine super saubere Teichanlage. Ja, zum Thema Abfall möchte ich noch kurz was einwerfen. Das nächste Problem, das kennt jeder. Schnur, Perücke, auf der Rollen. Wir müssen einmal 50 Meter wegschneiden. Bitte schmeißt die Schnierl nicht da rein. Teilweise hängen noch Haken drauf. Ich nehme zum Beispiel der Maikes Papa von zwei Kindern, die sind ab und zu da am Teich. Die können sich jederzeit einen Haken eintreten. Es muss nicht sein, man kann es vermeiden. Hey Kohr, servus! Hey, so ein Fisch habe ich gefangen! Epa da! Bleib auf deiner Seite drüben! Du bist doch nicht allein, Teich! Schießt der Arme zu mir rüber! Ich genieße das Fischen wirklich, das ist eine Leidenschaft. Ich bin da sehr gern da am Wasser, damit ich mir ein bisschen entspannen kann, dass ich mehr Ruhe habe. Es muss nicht sein, dass man auf ein Gewässer schreit. Ja, auch wenn da drüben wirklich auf rein sitzt, man kann einen anrufen, die Technik ist ja heute eh schon so modern. Und dann geht es jetzt gleich noch zum nächsten Thema. Wenn da mal daneben einer sitzt und der schmeißt einmal drüber, weil es ihm passiert, weil er vielleicht der Anfänger ist oder weil es ihm wirklich passiert, man kann das alles ein bisschen formale regeln. Ganz höflich, einfach einmal sagen, hey, bitte aufpassen, schmeiß mich nicht um. Und ich glaube, es ist einfach alles in der heutigen Zeit und bei uns Österreicher sowieso, wir haben ein Herz. Ich glaube, wir können das anders regeln, ohne dass wir da lang umeinander streiten. Servus Hannes, sehr super, sehr Bier mit, oder was? Jawohl. Eins ist groß, ich bin eh schon seit 5 Stunden, aber mein Sixer tragen ist schon gekommen. Na, scheiß drauf. Geht eh um nichts, wenn es so heiß ist. Nein, Stepper, ich muss ins Klo. Hey Hannes, ich geh aufs Klo. Hallo, grüß euch, liebe YouTuber. Ich hab's gerade gesehen, ich bin gerade baden gegangen. Ich bin nicht betrunken, ich sag's gleich noch dazu. Wir haben da jetzt ein bisschen was demonstriert und was das war, das verzeihe ich euch, wenn ich mich umgezogen habe. So, liebe Leute, ihr habt jetzt auch noch einen Extremfall von mir gesehen, ja, mit Alkohol am Wasser. Es ist natürlich nicht so, dass der Patrick und ich abstinent leben. Wir haben ab und zu einmal ja jeder ein, zwei Bier mit, ja. Wenn man den ganzen Tag da sitzt, sind ein, zwei, drei Bier für jeden vertretbar, was nicht die Regel sein sollte, was wir leider auch schon gesehen haben, was man immer öfter sieht. Das ist leider das Party machen am Teich, wo man die Angel der Gaudi halt reinhält und wo das Fischen zur Nebensache wird. Und genau das ist wieder das, wo wir wieder bei den Klischees sind, was ich vorhin schon angesprochen habe beim Rauchen. Da heißt es wieder, wie leider wie bei der Feuerwehr auch, wo ich aus Erfahrung weiß, dass es nicht so ist,
die saufen alle. Ja. Es soll nicht so sein, dass man da jetzt mit einem Fassl Bier ans Wasser geht, sich komplett niederchechert und da nebenbei ein bisschen fischt. Das ist, macht kein gutes Bild. Das ist definitiv so. An vielen Gewässern ist es mittlerweile verboten. Wie gesagt, 1, 2, 3 Bier unter Freund, überhaupt kein Thema, darf nie ein Thema sein. Wie gesagt, ich glaube, das vertragt ja jeder. Nur das, was ich gerade hergesagt habe, ich habe es gesehen, es braucht nicht viel sein. Es ist vielleicht saukalt, das Wasser, es fällt rein, es haut sich in den Kopf an einen Stein aus, hat es im Wasser, geht es unter, habt ihr ein Riesenproblem. Also, Alkohol am Wasser, meines Erachtens, ja, man soll nicht zu streng sein, aber mit Maß und Ziel. So, und wenn man da natürlich nicht vergessen darf, ist der Sandberger Jürgen, unser heutiger Kameramann und auch großer Angelfreund. Servus! Grüß euch! So, habt ihr einige Sachen gesehen, die zu beachten sind beim Fischen. Es gibt noch viele, viele andere Sachen, ja. Und da möchte ich euch gleich mal ins Boot dazu holen. Kommentiert es gerne und sagt uns, was noch wichtig ist am Wasser. Das ist gut. Das war eine ganz eine liebe Geschichte, wenn es uns da ein bisschen hilft. Wenn es speziell dieses Video, wir sind normalerweise nicht mediengeil, aber bitte, bitte dieses Video auch bitte in viele Gruppen posten, weil es geht da jetzt wirklich um irgendwas, da geht es jetzt nicht, juhu, wir haben so einen Fisch gefangen, sondern da geht es wirklich um allgemeine Teichregeln, unter Anführungszeichen die wichtigsten. Es gibt natürlich, wie der Patrick gesagt hat, viel, viel mehr. Es wäre natürlich super, wenn sich das Video ein bisschen mehr verbreiten würde, dass das auch jeder sieht, wie man sich eigentlich richtig am Wasser verhalten sollte. Ich, wie es der Mike heute schon mal angesprochen hat, es wird teilweise schon so über die Fische geschimpft und wir möchten einfach das Gegenteil beweisen, es ist nicht so. Also es soll nicht das falsche Bild von den Anglern da sein. Das ist richtig. Und in dem Sinne, ich wünsche euch ein Petri Heil. Jürgen, ich sage danke, dass du uns heute unterstützt hast und geholfen hast. Ja. Danke dir, gell? Sogar danke. Ja, danke. Bitte. Wie gesagt, Petri Heil von mir. Petri Heil. Petri Heil. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Viert euch. Viert euch.